Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Ja, ich hoffe, ihr habt es gelesen. Ich hatte gestern ein paar Probleme zwecks Mikrofon und so. Ich habe auch ein bisschen weitergemacht, ein paar Moskitos, bis ich dann gemerkt habe, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ja, es geht wieder, Gott sei Dank. Und ja, jetzt können wir weitermachen. Und uns immer noch mit den Moskitos da versuchen anzufreunden. Und die sind immer noch genauso nervig wie vorher. Aber mittlerweile habe ich so den Trick raus, wie man das ein bisschen machen kann. Wie ihr gesehen habt, ich gehe einfach hin. Erstmal gezielter Schuss. Dann, da Windpfeil eine höhere Reichweite hat, ein bis zweimal Windpfeil drauf. Vampirpfeil, Autoschuss zwischen den anmachen, Bogenschuss, Feuerball, Blitzschlag und dann immer Bogenschuss und Windpfeil abwechselnd, je nachdem wie der Cooldown halt vom Bogenschuss ist. Und dann sind die ganz schnell down und ihr kriegt nicht wirklich allzu viel Schaden. Erstmal so weit wie möglich weg. Ja. So, aber das sieht man, Windpfeil ist jetzt auch noch rot. Ich laufe aber ein Stück hin. Ups. Jetzt habe ich mich verklickt. Egal. Der stirbt trotzdem. So. Jetzt brauchen wir noch. Moment, da hinten sind noch Moskitos. Ja, ein Moskito noch, okay. Danach geht's zu den Schlangen. Das wird natürlich sehr spaßig. Aber naja. Kann man nichts machen. Zack. Irgendwie mehr aus. So, passt. Moskitos sind endlich fertig. Jetzt brauche ich noch Kylotok-Zeugs und alle möglichen anderen Viecher. Hippogreif, Bärenklauen, das Stückchen weiter weg, oder? Wo ist das? Ne, das war da runter. Gibt es einen anderen Weg noch dahin, oder? Muss ich da wirklich genau durch die Höhle? Weil dazu habe ich eigentlich keine so große Lust, weil ganz viele Schlangen und so. Das Gebiet ist zwar schön, man kann schnell vorwärts questen und so, aber es ist richtig schwer, das ist der Wahnsinn. Ich habe selten so ein schweres Gebiet gesehen, bis auf Atulio Vulkan. Da ist es auch richtig heftig, aber ansonsten war eigentlich alles immer ziemlich gut machbar alleine. Zu zweit ist es sowieso immer schön zu questen. Ja gut, Rabenfeld gibt es noch, da ist es dann auch eine Steigerung, aber wenn ihr ein bisschen an eurer Rüstung bastelt, dann ist das alles kein Problem. Aber hier ist es ja auch schon heftig und so früh an der Rüstung rumbasteln, finde ich teilweise sinnlos. Meiner Meinung nach, es ist natürlich, bleib doch mal stehen, du doofe Schlange. Ist natürlich sehr, sehr hilfreich, aber man hat die Rüstung nicht lange, außer man kann es jetzt so machen wie ich, über den Mainshot dann Sachen kaufen und einfach da dazu stopfen. Also kleine Rüstung kaufen und mit den Stats, die wir farmen, dann aufwerten. So kann man das natürlich machen, aber jetzt so ewig viele Diamanten und Geld reinzustecken in den Char würde ich nicht machen. Ich meine, Stats hat man immer genug rumfliegen, wenn man im High-Level-Bereich ist. Aber, naja. Es macht aber auch ziemlich Spaß, da alleine schon mit Level, keine Ahnung was, die ganzen Indies durchzurennen und sowas, aber naja, manche übertreiben da ein bisschen, sag ich mal, so Level 20, 25 mit 30k Life ist schon ein bisschen übertrieben, finde ich jetzt, aber gut, jedem das seine. Okay, sterben.
Kranke. Boah, das Gift ist echt heftig. Wenn man sieht, 150 Schaden das Gift und ich noch mit meinen normalen Tränken 160, mit den größeren 200 Lebenspunkte. Aber wenn ich fast tot bin und habe ein Gift auf mir, kann es sein, dass ich da sterbe, wenn ich dann nicht schnell genug nachpotten kann. Aber ich wage mich jetzt doch mal da rein. Zumindest ein kleines Stückchen. Ist die jetzt? Ja gut, die ist gelb. Die brauche ich nicht unbedingt angreifen. Ups. Yay. Hört, die liegt auf dem Boden. Ich schieße nochmal einen Pfeil hinterher. Auch nicht schlecht. So. Komm her, du. Zack, zack, zack. So. Na, jetzt. Gut, so geht das. Optimal. Jetzt gucken, links, rechts. Gut, mich sieht keine unbedingt. Dann kann man da mal durch. Boah, die sind ja Stufe 30 hier. Das habe ich ja gar nicht gemerkt jetzt. Okay, das ist heftig. Wenn die mal stehen bleiben würden, wäre das Ganze sehr, sehr nett. So. Zack, zack. So. Stopp, 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 stopp. Nicht angreifen. Nein, ich habe Gift auf mir. Da 10 Sekunden lang. Und alle 2 Sekunden kriege ich 150 Schaden. Anders machen die kaum Damage. Noch ein Stück zurück, so. Na, komm schon. Okay, auf jeden Fall geht es doch ziemlich gut voran, so mit der Technik. Ja, ja, Ding Dong. Gott. Also das Wetter zurzeit hasse ich richtig wie die Pest. Das ist übelst warm im Zimmer und hast du nicht gesehen, es ist boah. Und dann muss man natürlich aufnehmen und ich habe keine Lust da, das Fenster zuzumachen, weil warm und so. Hallo? Geht doch. Ich sterbe. Hm. Auch gut. Ich konnte gerade irgendwie nicht viel machen. Fokus alle. Und ja, egal. Außerdem habe ich mich verquatscht. Aber wir haben ja unsere Begleiter-Dingens noch, das wir zum zweiten Mal benutzen. Oh ja, hört ja auch mal auf zu läuten hier. Teile da. So, Sühne-Gutschein. Danke. So, erstmal schnell reparieren. Da kann ich mich reparieren. So. Ja, ja. 23, wir sind 27. Ich guck mal kurz zum Auktionshaus. Und gebe vorher noch die Quest ab. Dann schauen wir da mal schnell nach einer Waffe. Wo ist hier das Auktionshaus? Überhaupt eins oder muss ich dazu zum Hefner-Lager rüber? Schaut nicht so aus, dann suche ich mal den Transporteur. Weil ich habe keine Ahnung, wo der war. Ich glaube da. Ja, Transporteur.
auf zum Häfnerlager. Ja, ich habe es geschafft, das hier zu öffnen. Lol. Hä? Ich habe gedacht, ich kann mich damit zum Häfnerlager transportieren. Okay, auch gut. Dann halt eben nicht. Was ein Scheiß. Mann, Mann, Mann. Ja, ich glaube, ich soll doch ein bisschen mehr aufpassen auf meinen Fokus und so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich hatte keinen Schaden gemacht. Aber keine Ahnung, was da jetzt gerade los war. Kann ich ja dann in der Aufnahme sehen. Außerdem habe ich mich total verquatscht und nicht wirklich aufgepasst. Dupdidu. Ganz viele rote Punkte. Und viele, viele Monster, die mich angreifen wollen. Mann, jetzt darf ich mich da wieder durchkämpfen. Jetzt war ich doch so schön durch. Das Gift noch auf mich drauf schmeißen. Dupdidu. Ja gut, es geht auf jeden Fall. Wie schnell vorwärts. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder drin sterben tue. Sonst ist alles in Ordnung. Weil die ganze Zeit da reinkämpfen ist auch irgendwie doof. So. Die brauche ich nicht angreifen, die muss ich angreifen. Mach's mal so. Passt. Jetzt kommst du noch dran. Okay, das klappt ganz gut, das klappt ganz gut, das klappt ganz gut. Stirb. Okay, tot. Jetzt wagen wir uns wieder da rein und diesmal passen wir besser auf. Aber Stufe 30 ist halt Stufe 30. Okay, die ist jetzt 29, aber trotzdem.